So, und hier stehen wir nun mittlerweile. Die Vorrunden der beiden Sektionen Stadt und Latein sind getanzt. Ich habe hier bei mir Thijs Gerrens, den Trainer von Emstetten A und B. Ja. Thijs, die Vorrunden sind jetzt durch. Beide deiner Teams haben getanzt. Wie hast du die Vorrunde deiner Mannschaft empfunden? Also, Vorrunde lief sehr gut für beide Mannschaften. Wir sind ja hier zu Hause, also von daher kann ich sehr zufrieden sein. B-Team kann noch ein bisschen mehr Schuppe drauflegen. A-Team war sehr solide und ja, aber wir sind zufrieden und wir können uns auf jeden Fall steigern und das werden wir auch machen im Semifinale, denke ich mal. Alles klar, also beide Teams sind auch weitergekommen, sie haben eigentlich so das Ziel erreicht, aber ja. Finale ist schon noch, zumindest für das A-Team sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall ein Ziel, oder? Auf jeden Fall ist ein Ziel, ob wir es jetzt schaffen, werden wir sehen, aber wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Danke. Und für dich, für deine erste Tiger Dance Gala, ja. Wie bist du so mit dem Ablauf zufrieden? Wie ist ja. Die Aufmachung des Ambiente? Also sehr gut. Ja, also die Stimmung ist gut in der Halle, viel Publikum. Ja, Mannschaften sind gut drauf. Ich denke, wir haben ein ziemlich hohes Niveau auch, was Formationstanzen angeht. Und ja, ich denke, das Publikum bekommt auf jeden Fall was Schönes zu sehen heute. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, zumindest aus der Vorrunde. Ich danke dir, Thijs, und wünsche euch noch viel Erfolg und man sieht sich nachher hoffentlich. Danke. Ciao.